Hier werden jetzt nur die Original-Controls angezeigt, oder? Atmos, tolle Wurst. Dann muss das ja irgendwie bei Not Enough Items sein. Oh, ich glaube, da habe ich auch schon mal geguckt. Keybindings World. Chunkloader. Dawn Moon? Nee. Highlight Tooltips. Mob Spawn Overlay. Die habe ich mir, glaube ich, extra mal. Ja, hier ist jetzt alles gelb. Ist ja in Ordnung. Kann es ja auch sein, solange es nicht rot ist. Wo könnte der denn jetzt bitte gerade gespawnt sein? Weil da, wo gelb ist, wenn ich richtig erinnere, da erkennt er, dass da eine Lichtquelle ist. Also hier erkennt er ja zum Beispiel, hier ist jetzt die Lichtquelle, die jetzt halt nur vorübergehend deaktiviert ist. Aber ich habe hier nichts Rotes. Sehr merkwürdig, sehr, sehr merkwürdig. So, die kommen von da. Ich habe mich gerade gewundert. Eigentlich ist hier, müsste jetzt definitiv hier überall gelb sein. Merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Ja, ja. Ja, gut, okay. Musik, also Musik war ja halt auch so ein Klassiker der Zeit da mit den Anrufbeantwortern. Fand ich auch furchtbar schlimm. Furchtbar schlimm. So, das alte Ding wieder ausgeschaltet. Nochmal ein Abel reinwerfen. Und dann, ja, würde ich sagen, bedienen wir uns an den restlichen Steaks, die von Street Digger noch da sind. Weil die hat er mir, glaube ich, in die Ausrüstungskiste gepackt. Da war er so frei. Ich hatte zwar gesagt, jeder soll so möglichst sein Zeugs, oder kann möglichst sein Zeugs am Manne behalten. Genau, bedienen wir uns an den Dingern. Denn die Leute kommen ja bestimmt alle nochmal wieder. Das war ja nicht das letzte Mal, dass die da waren. So, das Leder da mal rein. Das da mal rein. Das da mal rein. Doch, würde ich sagen, wir haben das jetzt repariert. Kommen wir wieder rüber. Wieder rüber ab nach dem Dorf hin. Nee, halt noch nicht. Moment, halt, stopp. Hier einmal Fichtenholz, Birkenholz, Holz, Matz, Dschungel. Oakholz. Das nehmen wir mal alles mit. Holz, Matz. Ich schaue. Nö. Glas und sandiges Sandstone. Sand. Nee, Sand lassen wir mal hier. Ja, dann müssen wir uns tatsächlich noch jede Menge Sandstone besorgen. Weil das habe ich jetzt voll übersehen, dass da viel Sandstone ist. Wenn mich nicht alles täuscht, dürfte das aber kein Problem sein. Ja, gut, ein bisschen Platz haben wir. Ob der reichen wird, ist wieder eine andere Sache. Also Sandstone können wir uns ja zum Glück einerseits craften, aber andererseits müssen wir den auch von irgendwo her bekommen. Das heißt von irgendwo her, da hinten ist ja so eine Wüste. Von da sollten wir das herkriegen. Was habe ich denn sonst noch auf meinem Zettel? Ach, da habe ich ja noch was auf dem Zettel. Oh, oh. Meine Güte nochmal. Das war ein Aufreger für mich. Denn gestern war für mich der sechste vierte. Ein Sonntag. Und es war ein Bericht auf, jetzt muss ich lügen, es nagelt mich nicht fest, RTL 2. Puh, wo war der Bericht? Ja, ich glaube, RTL 2 muss das gewesen sein. Stehen gut. Brauchen noch Leder. Leder. Jetzt habe ich keine Schere mit. Verdammt, ich wollte die Schafe noch alle ein bisschen nackig machen. Wir brauchen nur noch viel Wolle. Ha, na, egal. So, ja gut, Bericht. RTL 2, glaube ich. Ich sage mal einfach, RTL 2 war es. Ja, natürlich, kann es ja nur. Da lief ja auch hier der Film gestern. Ausbilder Schmidt. Ausbilder Schmidt, The Movie. Nebenbei, ich habe mich königlich amüsiert. Also, ne? Wenn man jetzt so, bis auf ein paar Fehler, die die Bundeswehr betreffend, wenn man davon jetzt absieht, ein klasse Film, würde ich auf jeden Fall eine Empfehlung für abgeben. Weil, ja, aber man muss halt auf diesen Ausbilder-Schmidt-Humor, ne, auf den muss man halt schon irgendwo stehen. Aber ansonsten, ich würde den Film auf jeden Fall empfehlen. Also ich habe mich königlich amüsiert. Königlich, sage ich euch. Königlich. Ja, gut, zurück zu diesem Bericht.
Da ging es um die Pilotengewerkschaft. Die Piloten von der Lufthansa, ja, Lufthansa, die waren ja alle jetzt so on strike, ne? Die haben ja gesagt, wir streiken, ne? Es ging ja um deren Altersvorsorge, Fürsorge, wie auch immer. Also ich habe das Ganze nicht hundertprozentig verfolgt, für was sie gestreikt haben. Jetzt so Streik und so weiter, Gewerkschaften. Auf der einen Seite, jetzt kommt wieder so ein zweischneidiges Schwert meinerseits. Auf der einen Seite finde ich das, was die Gewerkschaften leisten. Das bedeutet, man hat einen Arbeitsrechtsschutz für das 1%, das man im Monat von seinem Bruttogehalt bezahlt. Auf der einen Seite hat man da natürlich eine Arbeitsrechtsschutz mit drin. Finde ich hervorragend. Also hast du Stress mit dem Arbeitgeber, gehst du zur Gewerkschaft, die Gewerkschaft sagt dir einen Anwalt, mit dem sie kooperieren oder mit dem sie zusammenarbeiten. Du gehst hin zu diesem Anwalt und du hast keine Sorgen. Die Gewerkschaft zahlt das. Also wenn natürlich, wenn da natürlich ein Dingens vorliegt. Also so, dass man halt einen Prozess überhaupt erst gewinnen kann oder überhaupt erst tun sollte. So, jedenfalls, die streiken ja halt Gewerkschaft, ich wollte mit der Gewerkschaft weitermachen. Das ist die eine Sache. Finde ich auch in Ordnung, was sie macht. Dann gibt es allerdings noch so einen Punkt, das finde ich von den Gewerkschaften absolut nicht richtig. Denn da hat die Gewerkschaft nichts drin zu suchen, und zwar sind das politische Dinge. In politischen Dingen hat der DGB, also der Deutsche Gewerkschaftsbund, aus meiner Sicht die Nase rauszuhalten. Natürlich geht es auch für die darum, mit wem sie dann kooperieren müssen. Wie jetzt zum Beispiel früher hieß die ÖTV, Verdi. Na, also die Gewerkschaft, die für den öffentlichen Dienst und so weiter zuständig ist. In der ich übrigens Mitglied bin. War. Nicht mehr bin. War. War. Aufgrund politischer Nuancen bin ich da ausgetreten. So, ich finde es nicht richtig, wenn die Taschenknüppel voll sind und ich jetzt mich von hier nichts trennen kann. Das ist jetzt ja, Ach komm her, hier die zwei Sand, rein in den alten Mülleimer. So, damit wir jetzt nicht hier zu viel abbauen. Wir wissen ja, wo es noch mehr davon gibt, wenn wir was brauchen. Und fertig ab. Jedenfalls, die Gewerkschaften gehören aus meiner Sicht nicht in das politische Metier. So zum Beispiel, nagelt mich jetzt nicht auf diese Partei fest, sie haben dagegen demonstriert, dass die AfD, also die Alternative für Deutschland, dass diese Partei irgendwo in einen Landtag sich hat reinwählen lassen oder wollte nur rein, weiß ich nicht. Jedenfalls gehört das aus meiner Sicht nicht zu den Aufgaben des Deutschen Gewerkschaftsbundes, hier irgendwelche Aufklärungsarbeit zu tun. Das ist aus meiner persönlichen Sicht, es ist falsch. Das ist aber halt meine persönliche Sicht. So, na jedenfalls, die Gewerkschaften tun ja in ihren einzelnen, in ihren einzelnen Zuständigkeitsbereichen, sie tun ja alles, was sie können. Ne? Sie holen da Geld raus, sie schlagen da mehr Urlaub raus. Dies, das, jenes, bliblablub. Sie machen und tun. So. Und jetzt ist dieser Pilotenstreik da. Und jetzt hat dieser Sender, in dem Fall, RTL 2, hat da eine Familie interviewt, die furchtbar traurig ist. Ja, die sind so traurig. Sie können nicht in den Urlaub fliegen. Sie haben gebucht. Ja. Egal. Gut, der Urlaub ist jetzt ja egal. Aber mal ganz ehrlich, dass diese Mutti sich da dann hinstellt, ne? Und ja, wie können die nur streiken? Alter, da habe ich dann so im Stehen gedacht, so, sag mal, ist die scheiße oder was? Wenn die Leute, die Piloten, nicht gerecht behandelt werden oder beziehungsweise die Lufthansa da diverse Dinge einfach abschaffen möchte, wie gesagt, ich habe mich da jetzt leider nicht so viel belesen. Nur, es ging nur um diese Kernaussage. Ja, die bösen, bösen Piloten. Wie können die nur? Wie können die nur streiken? Was ist das denn? Wo leben wir denn in was für einer Gesellschaft, wo man einfach streiken kann? Ja, so kamen die sie rüber.
Es waren nicht genau ihre Worte. Ja, aber trotzdem. Wie können die nur?